Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben, mit Herold, dem Typen, der gelesen hat. Stör mich nicht, ich bin im Dienst. Genau, der nicht reden will. Okay. Hey, du. Was machst du hier? Ich bin Novize und komme vom Kloster. Ich erledige die Botengänge für die Magier und auch die Paladine. Ich habe die drei Wirte in der Stadt mit Wein aus dem Kloster versorgt. Sympathisch. Oh, und der bringt mich zum Kloster. Sehr schön. Dann ist der Einstieg für meine Magierkarriere. Was kannst du mir über das Kloster erzählen? Wir Novizen suchen Erleuchtung im Gebet zu Innos und lernen von den Magiern die Grundsätze des Glaubens. Wir dienen ihnen, so wie wir Innos dienen, und bereiten uns auf den Bund mit dem Feuer vor. Bund mit dem Feuer. Wer sind die drei Wirte? Das ist zum einen der gute Mann hier hinter dem Tresen. Dann gibt es noch Coragon, der seine Taverne am Tempelplatz hat, und Cardiff, der Wirt von der Kneipe im Hafenviertel. Tempelplatz? Jetzt erstmal noch nicht zum Kloster. Das werde ich nachher erledigen. Ich glaube, ich werde zuerst mal hier in Corinis alle meine Aufgaben erfüllen. Hört ihr, Bewohner von Corinis? Hey, wie sieht's aus? Solange die Paladine keine neue Aufgabe für mich haben, kann ich mir hier ein paar Biere genehmen. In allen Städten und Landstrichen des Reiches. Du arbeitest für die Paladine? Ich mache ihnen Meldung über die Situation in der Stadt. Haben mit sofortiger Wirkung ihre Aufgaben an die königlichen Paladine zu übertragen. Der ehrenwerte Lord André ist angewiesen worden, jegliches Vergehen oder Widerstand gegen die Garde des Königs aufs Schwerste zu bestrafen. Jeder Bewohner von Corinis. Ich gehe da mal kurz weg, bis der fertig gelesen hat. Das hält man ja nicht aus. So, was haben wir hier? Was ist denn da hier? Achso. Stimmt, da vorne waren ja auch Händler. Habe ich ja letztes Mal schon gesehen. Dann links predigt auch irgendjemand. Wer bist du? Hey du, warte mal. Du kommst mir bekannt vor. Was willst du? Irgendwo habe ich dein Gesicht schon einmal gesehen. Ah, richtig. Hier, dieses Bild haben wir bei ein paar Banditen gefunden, die wir vor einigen Tagen aufgegriffen haben. Das sieht dir ziemlich ähnlich. Und? Anscheinend haben die Kerle dich gesucht. Oh. Oh je. Da wäre ich jetzt gar nicht von alleine drauf gekommen. Sehr witzig. Was wollten diese Kerle von dir? Frag sie doch selbst. Ihr habt sie doch sicher eingelocht, oder? Oh. Nein, die sind tot. Schön, dann werden wir es wohl nie erfahren. Falls du in Schwierigkeiten stecken solltest, sprich mal mit Lord André. Vielleicht kann er dir helfen. Du findest ihn in der Kaserne. Ah, gute Idee. Ich kann dem natürlich auch sagen, dass Banditen mich verfolgen. Oh, jetzt fängt der schon wieder an. Dann bin ich aber bei Lord André kurz. Die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des oberen Viertels werden noch weiter verstärkt. Vielleicht hat er jetzt wirklich. Vielleicht habe ich da jetzt eine neue Gesprächsoption bei dem. Nachdem ich das weiß mit den Banditen. Dass ich das dem sagen soll. Hey du! Ich will das Kopfgeld für ein. Nee, schade. Schade. Hätte ja sein können, dass ich da jetzt kassieren kann für die Banditen, die ich erledigt habe. Aber nö, kann ich wohl nicht. Schade. Gut. Dann kann ich hoffentlich endlich, wenn dieser Typ zu Ende geredet hat, die anderen beiden interviewen, an dem Bier stand. Ja, sehr schön, er ist fertig. Das heißt, erstmal den hier zu Ende, weil der ist am nächsten dran. Hey, du! Da ist das Geschwätz am lautesten. Wie ist die Situation mit den Orks? Kein Grund zur Besorgnis. Wir von der Stadtwache und die Paladine haben alles im Griff. Geh nach Hause und lass uns unsere Arbeit machen. Wir passen schon auf die Stadt und ihre Bürger auf. Bestimmt. Willst du noch ein Bier? Klar hab ich noch ein Bier. Besorg mir eins. Oh yeah, den fülle ich ab. Ihr Bewohner von Nein! Auf nicht schon wieder. Anordnung des ehrenwerten Lord Hagen, in sichere Entfernung. Folgender Erlass. So, hier. Jeder Bewohner hey, der Stadt du. Hat sich aufgrund der drohenden Gefahr Wie eines Mordangriffs aus? Du kommst wohl nicht von hier, was? Mach dir Jeder nichts draus, ich auch nicht. Du hast dich vorher rumgetrieben. In den Wäldern, dort habe ich Scavenger und Wölfe gejagt, zusammen mit ein paar anderen Jägern.
Aber das habe ich aufgegeben. Die Zeiten sind gefährlich. Da draußen läuft viel zu viel Gesindel rum. Habe ich gerade richtig gehört im Hintergrund? Ein Ork-Angriff steht unmittelbar bevor. Das könnte vielleicht den Typen aus dem, wie hieß er? Den Schiffbauer, glaube ich, interessieren. Im Hafenviertel. Wo kann ich die anderen Jäger finden? Wir hatten unser Lager draußen in der Nähe der Taverne, auf halbem Weg zu Onas Hof. Aber ob jetzt noch einer im Lager ist, weiß ich nicht. Bis vor einigen Tagen waren wir noch zu zweit hier in der Stadt. Mein Freund Troka ist ein hervorragender Jäger. Ist er weg? Wo ist dein Freund Troka jetzt? Tja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Erst bis vor einigen Tagen noch standen wir beide an der Theke in Koragons Taverne und sprachen über die Jagd. Frag mich nicht, was dann passierte. Ich hatte schon einiges getrunken. Ich weiß nur noch, dass Troka sagte, er wolle eben ein paar Sumpfkrautstängel besorgen und kam nicht wieder. Interessant. Wo kriegt man die denn? Wo bekommt man den Sumpfkrautstängel? Soviel ich weiß, irgendwo am Hafen. Okay. Hast du nicht nach ihm gesucht? Das nicht. Aber ich hab's der Miliz gemeldet. Oh. Die haben ihn aber auch noch nicht finden können. Der Besseres zu tun. Will nicht hoffen, dass ihn ein Wolf angefallen hat oder noch Schlimmeres. Bier trinken. Ich hab Angst, dass ich eines Tages bei der Jagd über seine Leiche stolpere. Ich fürchte, das würde ich nicht verkraften. Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Ich kann dir beibringen, wie du dich richtig anschleichst und wie du mit dem Bogen umgehst. Wenn du lernen willst, wie man Tieren das Fell abzieht, geh zu Bosper. Er hat's mir damals auch beigebracht. Schleichen. Mir fehlen allerdings leider immer noch die Lernpunkte. Was ist, wenn wir zusammen auf die Jagd gehen? Zu zweit ist es nicht mehr so gefährlich, das stimmt schon. Verstehst du denn was vom Jagen? Nö. Ich meine, weißt du, wie man Tieren das Fell abzieht? Nö. Nein. Dann bringt die ganze Sache ja wohl nicht viel. Komm wieder, wenn du das gelernt hast. Okay. Jetzt quatsche ich erstmal noch mit dem Wirt, bevor der Typ hinten wieder anfängt. Hey, komm näher, mach mal Pause und trink mal einen kühlen Schluck Bier. Lord André hat ein paar Fässer Freibier gestiftet. Oh, Freibier, natürlich. Was könnte man auch Besseres tun angesichts eines drohenden Ork-Angriffes? Hört ihr Bewohner als Bier trinken. Von allen Städten und Landstrichen des Reiches ist ab sofort das Kriegsrecht ausgerufen. Alle Bürger, der ehrenwerte jeder Bewohner von Korinis, der sich eines Verbrechens schuldig macht, hat sich umgehend bei Lord André zu melden. Ich habe eine Idee. Ich habe was anderes. Er hat aufgehört. Okay, gut. Baltram? Hey. Kenn ich dich nicht? Willkommen, Fremder. Mein Name ist Baltram. Nö. Bist du gekommen, um dich mit Nahrung einzudecken? Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe momentan nicht viel auf Lager. Aber bald bekomme ich eine weitere Lieferung. Interessant. Der kam, glaube ich, zusammen mit dem von da hinten. Dort werde ich mich dann morgen in Ruhe umschauen. Jetzt erstmal will ich Ranga abfüllen. Aufpassen, was man so rumerzählt. Willst du noch ein Bier? Ist er nicht darauf das habe ich schon. Es geht doch nicht so weit. Das ist eine schlimme Sache. Naja, so ein Schnaps, oder? Und das wird noch viel schlimmer. Ein kaltes Pilz? Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Du wolltest gerade was über die Orks erzählen. Ist das wirklich? Ach ja, richtig. Die Orks sind überhaupt keine Bedrohung für die Stadt. Ist das wirklich? Die sitzen im Minental fest und der Pass wird von den Paladinen gehalten. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Da kommt nicht mal eine Fleischwanze durch. Wo kriege ich eine Zauberrolle Fleischwanzenverwandlung? Willst du noch ein Bier? Einen guten Schluck kann ich wohl vertragen. Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Ich glaube da nicht dran. Der arme Kerl kann einem leid tun. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Es wurde ja schon ein Ork vor der Stadt gesehen. Ehrlich? Ja, ja, der gefährliche Ork vor der Stadt. Ein wahres Monster von Ork. Er wird die Stadt bestimmt bald angreifen. Ehrlich? Hör zu, wir werden diesen dicken Ork in seinen dicken Hintern treten, wenn er der Stadt zu nahe kommt. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Alles klar? Verstehe. Man muss eben aufpassen, was man so rumhat. Willst du noch ein Bier? Ein leckeres, herbes Pilz ist doch das Beste. Und das wird noch viel schlimmer. Oh meine Güte. Hoffentlich fällt er nicht gleich oben.
Das wäre ein bisschen bitter. Die Arbeit hier machen. Weißt du, man trifft nicht oft jemanden, der einem ein Bier ausgibt. Wo bist denn auch? Das ist Freibier, Junge. Das ist Freibier. Willst du noch ein Bier? Ein leckeres, herbes Bier. Ich gebe dir Freibier aus und du findest das super? Du hast die ganze Zeit Freibier beim Wirt getrunken. Weißt du, man trifft... Okay, das war's. Oh Mann. Hört ihr Bewohner von nein, ich bin hier weg. Nein, ich bin hier weg. Das geht so nicht. So, gut, also... Das ist gerade der Jäger von eben, genau. Und dann ist das hier wahrscheinlich, ja, die Taverne von Coragon. Mit einem Bürger und Valentino als Gast. Was gibt's denn hier so? Was über den verschwundenen Typen? Kriege ich hier was zu trinken? Wenn du Gold hast, kannst du hier sogar was essen, wenn du willst. Zeig mir deine Ware. Oh, 5 Äpfel. Die hätte ich gerne. Ach so, ja, das Gold wird sofort abgezogen, verstehe. Das Handelssystem ist ein bisschen anders als im ersten Teil. Was kann ich denn verkaufen? Ich denke mal, so ein Eintopf. Okay, es hat leider auch nicht so viel Wert. Nicht leichte Wunden heilen, Feuerball. Das könnte alles noch nützlich werden. Oh Mann, ich habe nicht genug Gold. Das hat auch nicht so viel Wert, ne? So ein Degen ist schon ziemlich viel Wert. Und es hat so eine blöde Waffe, die Geschicklichkeit braucht. Aber auf den Schaden wird, glaube ich, immer noch die Stärke. Also weg damit. Und gib mir die Äpfel. So. Achso, Moment. Und wie läuft das Geschäft so? Ach, hör auf. Lord André lässt am Galgenplatz Freibier ausschenken. Jetzt kommen fast nur noch die reichen Leute aus der Oberstadt her. Was ist so falsch an denen? Einige von den feinen Pinkeln können dir ganz schön auf die Nerven gehen. Dieser Valentino zum Beispiel. Ich kann den Kerl nicht leiden. Aber ich kann mir meine Kundschaft nicht aussuchen. Ich brauche jedes Goldstück. Das bisschen, was ich gespart habe, ist mir zusammen mit meinem ganzen Silber gestohlen worden. Du bist bestohlen worden? Ja, ist schon eine Weile her. An dem Abend war es noch ziemlich voll und ich habe Bier rumgebracht. Ich war nicht lange hinter der Theke weg, aber den Mistkerlen hat's gereicht. Ich war schon bei der Miliz deswegen, aber die haben natürlich nichts gefunden. Stattdessen besaufen sie sich am Freibierstand. Ah, klasse. Was ist los mit diesem Valentino? Er ist stinkreich und muss nicht arbeiten. Und er bindet das auch jedem auf die Nase. Egal, ob man's hören will oder nicht. Er säuft viel und bleibt immer bis zum Ende, bis er dann früh am Morgen zurück ins obere Viertel wankt. Das geht jeden Tag so. Das könnte man sich eigentlich mal anschauen. Was muss ich machen, um ins obere Viertel zu kommen? Du musst Bürger der Stadt sein. Such dir eine Arbeit. Am besten bei den Handwerkern in der Unterstadt. Dann bist du ein Bürger der Stadt. Tja, und wenn dir das noch nicht reicht, dann sprich mit Lord André in der Kaserne. Vielleicht nimmt er dich ja bei der Stadtwache auf. Die kommen auch ins obere Viertel. Gut zu wissen. Ich vermute mal, gegen den Valentino habe ich jetzt gerade noch keine Chance. Deshalb werde ich noch ein bisschen weiterspielen. Ich will Bürger dieser Stadt werden. Willst du uns helfen, die Stadt gegen die Orks zu verteidigen? Wenn du Bürger von Corinis bist, kannst du der Miliz beitreten. Du solltest mit einer der Stadtwachen reden. Ich glaube, Bürger zu werden schließt sich nicht gegenseitig aus mit Söldner oder Drachenjäger einerseits und Magier andererseits. Deshalb denke ich mal, ich werde mal versuchen, Bürger zu werden. Und den will ich gerade noch nicht anpissen. Nee. Wie gesagt, der sieht mir besser ausgerüstet aus. Jetzt habe ich ja leider das Problem, es wird dunkel, die Leute gehen wieder nach Hause. Das ist eine schlimme Sache. Neu in der Stadt, was? Ich heiße Brian. Ich bin der Lehrling von Meister Harald. Wie ist es, der Lehrling des Schmieds zu sein? Warum fragst du? Willst du mein Nachfolger werden? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Schon möglich. Warum nicht? Wirklich? Ich bin bald mit meiner Lehre fertig. Dann werde ich mich aus der Stadt verkrümeln. Wohin denn? Aber es ist nicht wegen Harald. Er ist ein guter Meister. Ich habe viel von ihm gelernt. Selbst erlebt.
Warum willst du die Stadt verlassen? Weil mir die Leute hier gehörig auf die Nerven gehen. Vor allem die anderen Meister. Mit eigenen Augen gesehen. Ich weiß noch, was es für ein Theater war, bei Harald als Lehrling aufgenommen zu werden. Wirklich, jeder von den Pennern hatte noch was dazu zu sagen. Ich will selber entscheiden können, wen ich als Lehrling aufnehme und wen nicht. Erzähl mir mehr über Meister Harald. Er ist zurzeit nicht besonders gut in Stimmung. Vor ein paar Tagen kamen Paladine und haben ihm befohlen, Schwerter für sie zu schmieden. Sie haben ihm sogar verboten, seine Schwerter an jemand anderen zu verkaufen. Jetzt schuftet er Tag und Nacht, um den Auftrag so schnell wie möglich zu beenden. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Wer sind die anderen Meister? Nun, da wären Torben, der Tischler, Bosper, der Bogner, Konstantino, der Alchemist und Matteo. Er stellt Rüstungen her, aber in erster Linie ist er Händler. Alle Meister haben ihre Häuser hier in der Straße. Und Konstantinos Laden liegt in der Unterführung zum Tempel. Ich hab so. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Das nicht gerade. Ich bin nur Gehilfe. Die Waffen, die in dieser Schmiede hergestellt werden, werden von der Miliz abgeholt und in die Türme gebracht. Dort werden sie gelagert. Was? Aber wenn es mit den Schmieden selbst zu tun hat, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Ich habe einiges gehört. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Ich habe mir das schon gedacht. 200 Rohstahl. Nee, danke, brauche ich nicht. Okay, es gibt hier also fünf Lehrmeister und einem davon muss ich mich anschließen. Eine Wahl davon wäre Harald, der Schmied. Hey, du bist neu in der Stadt, was? Ja. Meine und was ist mit dir? Ich komme vom Festland und jetzt hänge ich hier rum. Ich habe bald kein Gold mehr, kann wohl nur noch zur Miliz gehen. Aber das will ich nicht. Ich lasse mich doch nicht für den König von den Orks abschlachten. Ich habe was anderes gehört. Was kannst du mir über die Miliz erzählen? Einer der Paladine hat das Kommando übernommen, ein gewisser Lord André. Ach, erzähl mir nicht so. Er versucht, die halbe Stadt zu mobilisieren für den Fall, dass die Orks angreifen. Aber du musst Bürger der Stadt sein, um aufgenommen zu werden. Trainieren kann man zwar auch so viel ich weiß, aber man wird nicht offiziell aufgenommen. Das war genau so, wie du sagst. Was kannst du mir noch über Lord André erzählen? Er hat auch das Amt des Richters übernommen. Wenn du hier in der Stadt Ärger machst, musst du dich vor ihm verantworten. Ich hatte mal eine Schlägerei mit einem der Bürger. Der ist direkt zu Lord André gerannt und hat alles gepetzt. Sag nicht, das hast du. Der Spaß hat mich 50 Goldstücke gekostet. Ich kann froh sein, dass es nachts war. Sonst hätten es noch andere mitgekriegt. Je mehr Leute sich in diesem Kaff hier über dich beschweren, desto höher wird deine Strafe. Boah, das ist ja schlimm. Mit wem hast du dich geprügelt? Mit einem Typen namens Valentino. Er hängt oft in der Kneipe beim Tempel rum. Das darfst du. Ich bin ja normalerweise ein friedliebender Mensch, aber der Typ brauchte einfach was aufs Maul. Das hat er doch vorher gewusst. Ist dir irgendwas Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Bosper, den Bogner haben sie bestohlen. Ganz schön dreist, kann ich dir sagen. Der Kerl ist am helllichten Tag in den Laden reinspaziert und hat sich einen Bogen geschnappt. Und Bosper hinter ihm her. Bleib stehen, du Lump, hat er gebrüllt, aber der Dieb war zu schnell. Das ist ja interessant. Achso, das ist gleich nochmal. Interessant. Also es gibt hier wohl wirklich eine Diebesgilde. Du weißt nichts über den Bosper-Fall. Zwei Bürger. Bartok. Kannst du mir helfen gegen Valentino? Nee, warte mal, ne? Du vielleicht. Valentino? Nein. Ich bin ja geneigt. Nee, noch nicht. Erst brauche ich eine Rüstung oder so. Oder zumindest eine gute Waffe. Oder am besten beides. So, nochmal zurück zur Lehrlingsgeschichte. Ich könnte Schmied werden. Ich könnte hier Alchemist werden. Was ist los? Was willst du? Hier gibt es nichts umsonst. Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Bei dir natürlich. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Bei mir? Nein. Ich hatte schon einmal das zweifelhafte Vergnügen, mich mit einem Lehrling herumschlagen zu müssen. Ich habe Jahre in seine Ausbildung investiert. Und am Ende hat der arme Narr sich selbst vergiftet. Wir fangen bei einem anderen Meister an. genau, also das ist der zweite. Was? Ich kann ihm Kräuter verkaufen? Kann ich dir Kräuter verkaufen? Wenn du was anzubieten hast. Das klingt so nach Drogen.
dass ich so. Zeig mir deine Ware. Das ist doch alles. Reine Lebensenergie. Ein Rezept für einen Trank. Oh, 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 sehr schön. Das finde ich ja super, was der alles hat. Ja, ich würde gerne bei ihm hier als Meister anfangen, als Lehrling. Ah, Heiltränke. Er ist hier die zweite Möglichkeit, nach dem Schmied. Und der dritte müsste der Bogner sein. Na, Stadtwache. Der Bogner müsste der hier sein, oder? Genau, Bogenerei zum tödlichen Pfeil. Warum ich bei dem Alchemisten anfangen kann, kann ich euch gerade erklären. Aber zuerst will ich nochmal mit dem Bogner... Nee, das brauche ich nächstes Mal, das dauert jetzt zu lange. Ich möchte nicht bei dem Bogner anfangen, weil ich da halt effektiv nur Bogenschießen lerne und Fälle abziehen und so. Das ist zwar nett, aber nicht das, was ich tun will. Sondern, naja, ich könnte zu dem Schmied gehen und Waffen schmieden. Das wäre eigentlich auch eine gute Idee, allerdings ist mir, glaube ich, die Alchemie tatsächlich am wichtigsten gerade, weil ich dann diese Einmal-Boni, die ich kriegen kann, von den Bären und so, eben vervielfachen kann über die Tränke. Und nicht zuletzt war ich die ganzen Male, in denen ich Quake 2 gespielt habe, beide Male, war ich, glaube ich, einmal hier und einmal bei dem Schmiedlehrling und noch nie bei Constantino. Und deswegen werde ich jetzt mal bei Constantino die Lehre anfangen. Aber ich werde natürlich vorher alle interviewen, gucken, ob ich vielleicht irgendwelche Aufgaben sogar schon machen kann für die Einzelnen, ohne von ihnen aufgenommen zu werden als Lehrling. Und beim nächsten Mal werde ich dann mit Baspar in der Bucknerei sprechen und vielleicht auch mal einen Blick da zu den Wachen werfen, die mich letztes Mal aufhalten wollten. Vorletztes Mal? Vor dreimal? Keine Ahnung. Jedenfalls, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!